Ja, hallo liebe Freunde und willkommen wieder zu einem weiteren, ich würde mal sagen, Mini-Age-Game. Und zwar Who Needs a Hero von Henrique Fiata Citonellia. So, ich hoffe richtig ausgesprochen, Citonellia. So, Who Needs a Hero. Es gibt einen 18-Plus-Content, den kann man einschalten, einfach unten hier drauf drücken, dann geht das einfach in ein 18-Plus-Game. Warum das Ganze bei mir gerade so verschwommen ist, weil ich hier gerade ein Safe-Game habe und ich poisoned bin. Ich werde minus 3 pro Leben bekommen. So, was ist das Game? Das Game ist eigentlich ein, einfach ein Run-Lauf-Game. Ist ganz witzig, muss man ganz ehrlich sagen. Ich starte einfach mal, ja, ich weiß, Existed Will Be Lost. So, erstmal Pixel Light, das ist schon mal ganz schön. Ihr begegnet auf einer sehr langen Reise einfach irgendwelchen Sachen, die ihr machen könnt. Ihr werdet Fame aufbauen, ihr werdet Ruhm aufbauen und ihr werdet Followers aufbauen. Ihr habt ein paar Battles zu erfüllen, wie zum Beispiel der Kerl kommt an und need to save her. Ja, mache ich natürlich. So, wir bekommen einmal Fame mit dazu. Das Spiel geht eigentlich so immer die ganze Zeit immer so weiter. Und wir kommen jetzt zum ersten Fight. Und zwar werden wir jetzt gegen 3 Ratten kämpfen. So, mal ganz kurz. Wir haben 5 mal Schaden, den wir verursachen. Die Ratten machen aber allerdings 7 Schaden. Durch das Rollen der Würfel berechnet er einen neuen Schadenswert aus. Das machen wir jetzt einfach mal. So, wir sehen, wir bekommen 5, wir haben also 10 Schaden, wir machen also die Ratten kalt. Ihr müsst also immer über den Schadenswert eurer Gegner hinüberkommen, um nicht am Leben zu verlieren. Ihr bekommt dann Fame mit dazu und ihr steigert euch eigentlich immer weiter rauf und alles so ein bisschen, was ihr macht, hat nachher, trägt ein bisschen Entscheidung zur kleinen Nebenstory, aber es ist Story mit dabei. Ist sehr unterhaltsam, ist auf alle Fälle ein Game, was ich euch empfehlen würde, wenn ihr mal Bock auf was anderes nebenbei zu spielen habt, müsst doch nicht immer Yes drücken. Und am Tag 1 wird euch hier alles mal aufgelistet, was ihr so geschafft habt. 3 Followers bekommen, 170 Gold und Fame nochmal bekommen. Es ist sehr unterhaltsam. Also ich finde es angenehm zu spielen. Musik ist angenehm. Das Spiel selbst ist sehr angenehm. I want to help, bribe. I want to help, nehmen wir mal. Kriegen wir Fame mit dazu. Ihr seht nicht immer das obere, ist immer das Gute. Ihr müsst doch mal durchlesen, was er dazu sagt. I know my name. Und jetzt fangen wir eigentlich erst an mit der richtigen Sache. So, wir sind Ben. Ihr könnt auch eine Frau nehmen. Wir haben einen Hairstyle. Könnt ihr euch zusammenpacken, wie ihr das Ding halt haben wollt. Na, also ein bisschen Customizing muss halt mit drin sein. Was ich allerdings gar nicht mal so bescheuert finde. So, ich finde das schön, wenn man so ein bisschen was reinmachen kann. Ihr könnt das im Laufe des Spiels auch ein bisschen umändern. Was sind wir dann mal? Hier so einen weißen Kerl, der schon alles hatte. Ihr könnt noch ein bisschen die Hautfarbe umändern. Warum nicht? Ja. Ein kleines Gimmick für zwischendurch finde ich das echt cool. So, Juliet bleibt auf alle Fälle nachher auf eurer Story Toy. Da könnt ihr dann nachher ein Age machen bei ihr auch. Es ist aber nur so ein I'm hungry, would you give me food? Entweder könnt ihr ja oder nein sagen. Komm, hier hast du was zu essen. Thank you, wir verlieren minus 5 Geld. Manchmal ist es positiv, manchmal gibt es eine negative Reputation dadurch. Ja, komm, lass mich deinen Song hören. Verlieren uns von minus 20, bekommen wir wieder an Follower dazu. Ist irgendwie interessant. Weiß nicht warum, aber es gefällt mir. Es ist sehr rudimentär gestaltet. Die Welten sind eigentlich... we'll never catch a mermaid. Da muss ich natürlich Nein drücken, weil es gibt keine Mermaids. So, wir haben Minus, wir haben 0 Fame gekriegt. War zwar nicht die schlauste Idee, wie wir machen können. Am Blacksmith nachher, der kommt immer wieder öfters mal vorbei. Da können wir uns eine Waffe schmieden lassen. Ihr habt doch gerade gesehen, wir sind Level 2 aufgestiegen. I need to dig up my mom. Er muss seine Mutti ausgraben. Ja, komm hier, die Schaufel hast du verdient, mein Freund. Den gibt dich auf alle Fälle die Schaufel. Sehr unterhaltsam. Macht echt Fun. Kann man öfters mal... Ich denke, ich weiß nicht, ich habe den Run noch nie durchgespielt. Geht auch ziemlich lang, glaube ich. Ja, komm, gib mir Geld. Nimm mich an. Aber später erst, wenn ich das geschafft habe. So, ich denke mal, wenn wir den Run einmal richtig durchgespielt haben, dann wird es richtig interessant. So, jetzt haben wir 11, jetzt müssen wir einmal wieder neu würfeln. Das geht voll in die Hose, wir kriegen nur 2, wir sind unterlegen, wir verlieren den Run. Also, wir lost attacken auch. Also, wir haben auch Attack verloren. Und wenn das Spiel, denke ich mal, wenn wir tot sind, sind wir einfach Game Over. So, hier kommt die Kirche, da müssen wir natürlich auch nochmal machen. Der heilt uns später auch. Und es gibt auch so einige kleine Sachen, ja... Das war jetzt nicht gerade so geil, dass wir dagegen verloren haben. Wir kriegen später auch im Verlauf der Zeit auch
einige Bonus-Items, wie zum Beispiel mir vorhin ja war, dass wir poisoned waren. Es ist unglaublich. Wir leiden am Fame. Der Run ist zum Beispiel ziemlich beschissen gerade, weil ich mich einfach nicht drauf konzentriere, was er sagt. So, komm, Gebrander. Nochmal minus 50, wir sind bei minus 5, haben aber jedenfalls zweimal Fame gemacht. Wir laufen eigentlich gerade richtig scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Jetzt haben wir erstmal plus 200 Geld wieder gekriegt, na eigentlich. Danke. Hab ich auch gebraucht. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht auf einen Gegner treffen. Er will jetzt eine Broken Line, sollen wir ihm geben, dann haben wir wieder 70 ausgegeben. Hauptsache, wir kommen ein bisschen Fame und Dings. Das wir kommen nachher auf Followers, bekommt man dann nachher auch Geld. So, wir kriegen einen Rattenwarrior. Ich hoffe, das Glück der Würfel ist uns ein bisschen teuer ergeben. 11 reicht aus. Wenn ihr gleich seid, gewinnt ihr das Battle auch. Aber es war sehr knapp. Na, also ich denke mal, so einen Run wird man hier auf alle Fälle gerne mal durchspielen wollen. Ist sehr unterhaltsam. Ich finde es cool. Who Need a Hero? Sehr, sehr cool. Ist auf Steam auch erhältlich. Wirklich geiles Spiel. Macht Spaß. Ist wirklich unterhaltsam. Macht das, spielt das selber mal ein bisschen. Jetzt sind wir schon auf Level 4 aufgestiegen. Macht mal selber so einen kleinen Run. Ist sehr unterhaltsam. Ne? Vor allem, was für verschiedene Bereiche du treffen kannst. Auch mal sehr interessant. Ich weiß nicht. Es ist so der Suchtfaktor. Wisst ihr, wenn ihr einmal angefangen habt, kann man nicht mehr damit aufhören. Das ist, glaube ich, das Problem bei diesem Spiel. Obwohl es so einfach rudimentär gehalten ist. Es wird einfach nur durchgescript. Everything gonna fine with the kingdom, right? Nope. Nö. Ich bin auch mal gespannt, was passieren würde, wenn wir ein richtiges Arschloch spielen würden. Ja, hier kommt was, ein neues Schwert. Kriegen wir gleich mal nicht eins wieder zu, aber wir verlieren Geld. Thank you. So, wir werden von ihr nochmal geheilt. Followers, Fame 1. War nicht gerade der beste Run des Anfangstages, aber es läuft noch. Komm, ein bisschen. Den einen Run werden wir jetzt noch machen, den einen. Ja, komm, follow me. Warum nicht? Mit der Axt würde ich dich gerne dabei haben. Mein Follower. Was ist denn das? Pray for him. Was? Search his body. Er liegt da tot rum. So, jetzt bekommen wir ein kleines Minigame, wo wir eine Karte rausholen müssen. Und wenn wir die richtig haben, ist es gut. Wenn wir die nicht richtig haben, ist es schlecht. Wie zum Beispiel Fail. Fuck. Ja, wir haben nichts gefunden. Wir haben 100 noch verloren, weil wir den Leichnam durchsucht haben. Und dann nochmal am Fame auch nochmal verloren. So, jetzt wollen wir hier aber gegen den nochmal gewinnen. Wir rollen nochmal auf Battle Dice. 6. Ja, reicht. Reicht genau aus. 6 ist genau heute richtig. Mann, heute ist das Rollglück aber nicht auf meiner Seite. Beim letzten Run war es um einiges besser. Heute ist echt scheiße. Nein, habe ich noch nie. So, dann bekommen wir. Manchmal wiederholen sich auch einige Ereignisse, aber das später im Verlauf des Spiels wird es natürlich noch ein bisschen anders werden. Oink, oink. Und vor allen Dingen lustig ist, ihr seht manche Leute wieder. Also manche Sachen seht ihr nachher wieder im ganzen Zeit. So, wir haben Fame plus 1 gemacht. So. Na, also ihr seht, wo das Spiel hin will. Ne? Es ist unterhaltsam, es ist lustig, es macht Spaß. Was immer mehr vom Game manchmal haben. Leichte Age-Scene könnt ihr aber ausstellen, wenn ihr es nicht haben wollt. Das ist jedem dann seine Überlassenheit. Wer es gerne haben möchte, soll es anhaben. Wer es nicht haben möchte, soll es ausmachen. Aber die Age-Scene sind jetzt nicht die prickelndsten, muss ich gleich ehrlich sagen. Also es ist jetzt nicht das Grande Monde der Age-Reihe. Aber ich denke mal, was das Spiel einfach so rund macht, ist einfach dieses ganze... Laufen, Questen, Questen laufen, laufen, Questen, Questen laufen, Entscheidungen fällen, Tage durchgehen, wie weit kommt man, wann stirbt man, es gibt auch nachher andere Areale, die man begegnen kann, ihr werdet auch die Königin, die Prinzessin retten, habe ich auch gemacht, ich hätte sie lieber nicht gerettet, cool, ist einfach geil, macht Spaß, ist wirklich ein unterhaltsames Game, holt's euch, Who Needs a Hero ist definitiv eine Empfehlung wert, vor allem mal so an langweiligen regnerischen Tagen, wenn man schon alle, die meisten Age-Games schon durch hat, wenn man was machen möchte, einfach mal ein bisschen was gechillt mal machen möchte, ist Who Needs a Hero auf alle Fälle definitiv was wert. So, auf diesem Wege bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen und wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht und bis zum nächsten Mal.